Das russische Verteidigungsministerium hat den Truppen, die in der südukrainischen Großstadt Mariupol Widerstand leisten, ein Ultimatum gestellt. Wir rufen die ukrainischen Streitkräfte dazu auf, alle Feindseligkeiten zu stoppen, die Waffen niederzulegen und innerhalb der von Kiew kontrollierten Zonen zu bleiben, so wie es mit der ukrainischen Seite für die humanitären Korridore vereinbart war. Die Ukraine lehnte das bis Montag um 5 Uhr morgens auslaufende Ultimatum zur Kapitulation ab. Dabei gilt die Hafenstadt als besonders hart getroffen. Handybilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, verurteilte am Montag das russische Vorgehen in Mariupol scharf. Das ist ein Kriegsverbrechen, ein massives Kriegsverbrechen, was da in Mariupol passiert. Die Stadt wird komplett vernichtet und Menschen sterben. Bei einer Zusage zum Ultimatum hätte Russland, so hieß es, einen Fluchtkorridor aus der stark umkämpften Stadt zugelassen. Man konnte sich allerdings nicht einigen. Solch humanitären Fluchtkorridore sollen am Montag für 8 Städte geöffnet werden. Neben Mariupol im Süden steht auch die Hauptstadt Kiew unter starkem Beschuss. In der Nacht zum Montag wurde ein Einkaufszentrum schwer getroffen. Mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Podil wurden ebenfalls beschädigt.